Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete! Im Dezember 2017 brachte meine Fraktion einen Gesetzentwurf zur Stärkung der Kommunen im ländlichen Raum ein. Er sah eine jährliche Förderung in Höhe von 250 Millionen Euro in den nächsten 12 Jahren für die ländlichen Gemeinden und Landkreise vor. Von Ihnen, lieber Herr Michel, und Ihren Kollegen wurde dieser Antrag und dieser Gesetzentwurf letzte Woche im Ausschuss abgelehnt. Im August 2018, reichlich verspätet, aber in einer sehr, sehr hübschen Hochglanzbroschüre, zelebrierte die Staatsregierung ihr Projekt für den ländlichen Raum. Viele AfD-Forderungen des Flyers zum ländlichen Raum waren natürlich enthalten. Das wichtige Thema Finanzausstattung der ländlichen Kommunen wurde doch jedoch nur spärlich am Ende erörtert. Aber Kritik an einer zu geringen Finanzausstattung von ländlichen Kommunen, die wird uns seit Jahren vorgetragen und die wird von Ihnen beharrlich ignoriert. Ein kleines Beispiel dazu: Vor 2 Jahren in der Anhörung zum Finanzausgleich hat uns der Bürgermeister von Boxberg eindrucksvoll seine Sorgen vor Augen geführt. Er ist zuständig für 9 Ortsfeuerwehren, 104 Kilometer Gemeindestraßen sind instand zu halten, 120 gemeindeeigene Gebäude und Liegenschaften sind zu bewirtschaften, 22 Brückenbauwerke und 9 Wehranlagen zu unterhalten. Das Fazit des Bürgermeisters lautete: Die entstehenden Mehraufwendungen für flächengroße Kommunen sind durch den Freistaat Sachsen auszugleichen, solange es sich um Pflichtaufgaben oder Pflichtaufgaben nach Weisung es sich handelt. Und was zeigt uns das, meine Damen und Herren? Die Verteilung des Steueraufkommens allein nach Köpfen entstand um das Jahr 1910, wie wir seit letzter Woche wissen, in einer Zeit, als man in deutschen Großstädten vornehmlich U-Bahnen bauten. Doch kennen Sie eine sächsische U-Bahn? Nein, ich kenne keine. Warum verteilen wir aber dann nach wie vor, wie vor 100 Jahren, und bevorteilen Städte und benachteiligen den ländlichen Raum? Die Verteilung nach Köpfen allein führt nämlich dazu, dass die Städte Dresden und Leipzig, die nach Ansicht der Staatsregierung eine überörtliche Funktion auch für ihr Umfeld wahrnehmen, aber eben gerade nicht den ländlichen Raum. Weiter zuhören, Herr Gebhardt, kommt noch. Ne? Viele Dresdner fahren aber beispielhaft an die Talsperre Malter oder in das Naherholungsgebiet Sächsische Schweiz. Das ist also auch bedeutend für die Städter. Warum wird dann aber dieser Erholungsfaktor nicht finanziell berücksichtigt? Warum hören wir nicht auf die Sorgen des Boxberger Bürgermeisters? Warum wird er mit seinen Sorgen allein gelassen? Nach Prognosen des Statistischen Landesamtes wird sich die Bevölkerung im ländlichen Raum bis 2030 um weitere 10% schrumpfen. Mit den sinkenden Einwohnerzahlen gehen dann auch Finanzzuweisungen zurück. Es entwickelt sich ein Teufelskreis. Niedrigere Zuweisungen haben weniger Investitionen, weniger Jugendclubs, weniger Sportplätze und am Ende auch marode Brücken und Straßen zur Folge. Die Betriebe und die Einwohner wandern dann weiterhin ab, was zu noch geringeren Finanzzuweisungen führen wird. Wollen wir künftig, wie es uns Wissenschaftler vorgeschlagen haben, beispielhaft abseits der B170 nur noch auf Schotterwegen zur Talsperre Malter fahren? Die U-Bahn bauen wir nicht dorthin, Herr Gebhardt, ne? Die Bürger auf dem Land haben dann nicht nur das Gefühl,
abgehangen zu werden. Sie werden dann auch tatsächlich abgehangen, meine Damen und Herren. Und gerade diesen berechtigten Anliegen der Bürger auf dem Land nimmt sich unser Gesetzentwurf wirklich ernsthaft an. Das Geld soll eben nicht mehr nach Einwohnerzahlen verteilt werden, sondern nach der Größe der Gemeindeflächen. Flächenstarke Kommunen wie beispielsweise Boxberg sollen dann davon überproportional profitieren. Sie sollen Leistungen wie beispielsweise Kindertagesstätten, Vereinsheime, Schulen, aber auch die Bezahlung eines Jugendfußballtrainers stemmen können. Und lieber Herr Michel, uns hilft eben gerade kein weiteres Betonbauprogramm, was die Staatsregierung so gerne liebt, weil man davor ein Schild aufstellen kann, wer es gefördert hat, wenn dabei unser ländlicher Raum völlig verkommt. Lieber sollten wir einen Jugendfußballtrainer dann einen grün-weißen Trainingsanzug anziehen, auf dem Danke Freistaat Sachsen steht, wenn wir dafür Jugendliche wieder auf dem Land leben lassen und diesen sinnvolle Freizeitbeschäftigungen anbieten können. Recht herzlichen Dank. Herr Präsident, jetzt kommt der Änderungsantrag. Also wie gesagt, Sie haben ja ein kleines bisschen was gemacht. Sie verabreichen den ländlichen Gemeinden, ich nenne es mal eine Beruhigungspille in Höhe von 30 Millionen Euro pro Jahr über 3 Jahre. Das ist überblickbar, gebe ich Ihnen recht. Aber Sie greifen in unsere Rücklagen hinein, Herr Finanzminister, und sind trotzdem nicht in der Lage, den Finanzausgleich bereits im Jahr 2019 allgemein zu bessern, sondern Sie machen das erst ab dem Jahr 2020. Wir nehmen mehr als 1 Milliarde Euro weniger Geld in dem Doppelzeitraum aus, als wir ausgeben werden nach Ihrer Planung. Und wenn ich es recht übersehe, ist in der mittelfristigen Finanzplanung noch eine globale Minderausgabe versteckt. Ich sage, wir verscherbeln vor der Landtagswahl Wahlgeschenke, sind aber nicht in der Lage, den ländlichen Raum auskömmlich zu fördern. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Das, was Sie ins FAG einspeisen und Ihr 30-Millionen-Euro-Gesetz einfach erklärt, haben wir von unserem Gesetz abgezogen. Das ist dann Inhalt und Umfang des Änderungsantrages. Und den Änderungsantrag stellen wir hier zur Abstimmung. Möchte aus den Reihen der Fraktion jemand